Was brauchen wir denn Schönes? Also, wir brauchen MK2 Furnaces. Wir brauchen dann wahrscheinlich auch später schnellere Ärmchen. Die mache ich am besten jetzt schon. So. Dann bräuchten wir eigentlich... Ja. Wir brauchen hier rosa Module, damit aus dem Erz mehr Metallplatten erstellt werden als, ne, normalerweise. Dann brauchen wir hier überall auch rosa Module. Wir bräuchten eigentlich noch mehr Mining Drills, aber nur, wenn wir genug Schmelzer haben, die das auch schnell genug verarbeiten können. Also es staut sich ja jetzt schon. Das wird sich dann nicht mehr stauen, wenn das MK2-Versionen sind. Da können wir vielleicht noch ein, zwei Drills dazu packen. Ja, okay. Dann brauchen wir noch ganz viele Türme. Wir brauchen ganz viel Treibstoff, ja. Wir brauchen Mauern. Mauern, 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 Mauern. So. Eins, zwei, dahinter nochmal eine Reihe. So, und unten ist auch noch, glaube ich, eine Riesenlücke. Also viele Mauern, viele Türme. Für die Türme brauche ich Batterien. Ich kann Mauern aber jetzt schon herstellen, sehe ich gerade. Mach das mal bitte. So. Die MK2-Dinger kann ich auch schon bauen. Das ist ja super. Okay, dann baue dies bitte alles hier. Wir kümmern uns derweil um die Mauern. Die Akkus. Habe ich dafür genug Batterien dabei? Nein. Okay, also wir müssen Batterien holen für die Akkus. Wir müssen Batterien holen für die Lasertürme. Oh, hier ist noch gut was zu tun. Okay, du weg, du weg. So, wo ist unser äußerster Rand? Nicht hier, ne? Da passt kein Turm mehr hin. Also das hier ist unsere äußerste Reihe. So, so. Geh weg. Weg, 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 weg. Hier. Okay. Da muss die Mauer einmal rum. Dann bräuchten wir auch noch eine Radaranlage. Da. Achso, haben wir schon. Stopp. Radaranlage, die baue ich gleich mal auf. Denn ich würde doch ganz gerne sehen, was da, genau, was da so ist. Ich glaube, ich will es nicht mehr sehen. Ich baue hier mal eine Doppelmauer. Mal eine Dreifachmauer oder irgendwas. Ja. Selbst die wird uns aber nichts bringen, wenn wir durch den angegriffen werden. Das heißt, wir brauchen ebenfalls einen Roboport hier oben. Wir brauchen ganz viele Repair Packs. Wir brauchen eventuell eine Anlage, die automatisch Repair Packs herstellt. Das wird ein ganz schön großes Unterfangen hier, fällt mir gerade auf. So. Ich hoffe mal, wir bekommen da genug Eisen raus, damit sich das einigermaßen rentiert. Wobei, wir können ja alle Komponenten, die wir jetzt hier bauen, später auch nochmal neu benutzen. Guck gerade mal. Nee, kein neues Eisen, schade. Aber ja, wenn wir das hier abbauen... Und wir können es ja schnell abbauen, dank der Roboter später. Deswegen auch der Roboport. Können wir alles hier schnell abbauen und unten dann schnell aufbauen. 1, 2, 3. Das war falsch. Turm, 1, 2, da ist die Mauer. Also die vier sind gebaut. Dann baue bitte von den restlichen Dingern Mauern, damit ich hier wenigstens die Ecke machen kann. So. Haben wir noch einen Turm vielleicht? Nein, okay. Hoch. So. Flup, flup, flup. Flup. Das müsste jetzt eigentlich schon den Stau beheben, oder? Ich guck mal. Wir sind alle am Arbeiten. Ja, aber so wirklich. Oh, oh, oh. Ach du Kacker. Ja, Repair Packs. Bitte, schnell. Da. Und sie laufen unten rum. Also zumindest der Big Biter war klug genug, unten rum zu laufen. Ja, ist auch sehr einladend, einfach rumzulaufen. Vor allem, weil hier keine Türme schießen. Okay, also ich muss gleich möglichst schnell in die Basis zurück. Die Sachen da holen. Haben wir hier vielleicht irgendwo einen ganz kleinen Steinhaufen, den ich abbauen kann? Oh, und... Energieprobleme. Mach mal kurz Holz.
Holz. Und Holz. Ja, nee, leider kein kleiner Steinhaufen, damit ich hier Mauern herstellen kann. Damit die Roboter auch später die Mauern dann selbstständig aufbauen können, wieder falls sie komplett zerstört werden. Nee, gut. Ich sollte mich beeilen, aber wenn jetzt gleich wieder ein Angriff kommt, dann bringt das auch nicht viel, wenn ich da rumstehe. Weil so eine Riesenhilfe bin ich nicht wirklich. Hier geht's runter und das ist alles vollkommen zugepappt hier. Das könnten wir auch mit Hilfe von Robotern wegmachen, aber dann müssten wir eine ganze Kette aus Dingern wieder bauen. Das ist auch doof. Eine andere Alternative ist das gepanzerte Fahrzeug. Das wollte ich ja schon länger bauen. Wo bist du? Nee, da. 10 blaue Chips und Kupfer fehlt. Blaue Chips müssten wir inzwischen schon haben. Wir haben ja die Gib-mir-Kiste oben bei der blauen Fabrik. Und wir haben unten die Bitteschön-Kisten bei den grünen und roten Chip-Fabriken. Also müssten ganz langsam welche hergestellt werden. Und zwar ganz langsam, weil die Logistikroboter noch, ja, nicht so schön sind. Oder schnell sind. Davon brauchen wir eigentlich auch mehr. Da ist wieder Limestone. Ja, Straßen bauen. Ich bin immer noch am Hadern, ob ich jetzt eine Straße bauen will und mit dem Auto hin und her heiz. Aber Autos heißt für mich immer, ich fahre irgendwo gegen und mach's kaputt. Und das will ich nicht so wirklich. Oder halt Züge. Züge sind stylisch, vor allem weil es hier ja auch MK2-Züge gibt. Aber sie verbrauchen recht viele Ressourcen. Und das ist dann wieder nicht so schön. Und ich hätte gerne direkt von der Quelle die Blöcke hier. So, das sollte erstmal reichen. Dann, oh, 11. Sehr schön. Was fehlte noch? 15 Kupfer. Ja, also ich würde es wieder mit Zügen machen, auch wenn es mehr Ressourcen kostet und länger dauert und was weiß ich. Aber ich kann wenigstens nicht so viel kaputt machen. Ich will aber trotzdem das Auto bauen. Einmal, weil ich sehen will, wie das aussieht. Weil das sieht da halt wie so ein 60er Jahre amerikanisches Auto aus. Wie ist das? Chevrolet? Keine Ahnung. Also diese protzigen, breiten, schweren, aus Stahl gefertigten Autos. Im Gegensatz zu den Aluminiumautos heutzutage. Nicht, dass ich ein Autofan wäre, aber die sehen einfach nur schön aus, die Dinger. Die hier, die alten. Ja, also einmal will ich wissen, wie die aussehen. Also ob sie wirklich so sind, wenn man damit rumfährt. Und das Ding hat eine recht hohe Panzerung. Das hat wesentlich mehr Lebenspunkte als das da. Mal eben 5-mal so viel. Das heißt, ich könnte damit entweder... Also erstmal werde ich damit durch den Wald einfach so durchfahren können. Relativ gut. Ich werde es immer noch reparieren müssen, aber ich werde relativ gut durchfahren können. Und so kann ich hier eine richtig schöne Schneise machen, um schneller zu der Basis zu kommen. Und auch den Weg frei zu machen für die Bahnschienen. Das heißt, das Auto fährt vor, macht alles kaputt und dann legen wir dahinter die Bahnschienen. Das ist das eine. Und wenn es so stabil ist, könnte ich damit eventuell durch eine Basis durchfahren und die Spawner killen. Weil das Auto ist auf jeden Fall schneller als so ein großer Beißer. Und wir wissen, dass wir mit dem ersten Auto schon in einen Spawner reinfahren konnten und es zerstören. Das Auto ist dabei nicht mehr kaputt gegangen. Es hatte irgendwie nur 30-40% verloren. Und wenn das jetzt 5-mal so viele Lebenspunkte hat, müsste gut machbar sein. Ich glaube, ich brauche davon. Bist du eine Bitschön-Kiste? Nein, mach mal bitte eine Bitschön-Kiste da draus. So, damit es nach oben geflogen werden kann. Dann hätte ich gerne hiervon welche. Und es kommt nicht genug Eisen hier unten an. Okay, das ist abzusehen. Wo ist das Eisen? Hier kommt das Eisen an. Hier haben wir Eisen. Gib mir das mal alles her. Mach das hier alles weg. Und erforsche bitte. Große Kisten. 50-50 dürfte nicht allzu lange dauern. Da hätte ich gerne hier eine große Kiste. Mit einem sehr schnellen Langärmchen. Und einem sehr schnellen halben Ärmchen. So, und da kommt dann alles an Eisen rein, was wir von oben bekommen. Du warst für Kupfererz, okay. Brennstoffzellen brauchten wir nicht. Wir brauchten noch Batterien für die Lasertürme. Ganz, ganz wichtig. Und Steine für Mauern. Wie schaut's hier mit Steinen für... Wir haben keine Steine mehr. Gib mir die.
okay. Stopp, stopp, stopp. Alles nacheinander. Batterien für Lasertürme und für Akkus. Gib mir mal 3 Stacks davon. So. Dann brauche ich Kupferplatten für diverse Sachen. Unter anderem auch für das Auto. Da. Hätte ich gerne 2 Stacks von. Dann Steine, genau. Hier hinten sind Steine. Machen wir ein Inventar voll Steine. Okay. Dann kriegst du eine Stahlkiste. Wo waren die Steine, die ankamen? Hier. Dann bekommst du jetzt... Warte mal. Ich kann die Steine einfach hier reinschmeißen, oder? Ja. Ich wollte jetzt hier eine Kiste hinstellen und ein Ärmchen, damit es aufs Fließband gelegt wird und dann von dem Ärmchen wieder in die Kiste gelegt wird. Das ist ein wenig sinnfrei. Genauso wie die Kiste hier, die auch für irgendwas Ähnliches mal zuständig war. Aber gut, ich tingle noch 1, 2 Hämmer hin und her, paar mehr Steinchen nach da. Ja, und dann gucken wir weiter. Aber es ist schön. Also es gibt richtig schön viel zu optimieren gerade. Und es läuft auch besser, als ich dachte. Also das mit den Fließbändern ist eine tierische Arbeit. Es ist absolut nicht effektiv. Das andere, wie ich in der letzten Welt das gemacht habe, war wesentlich besser. Aber es geht. Dank Ditec geht es. Und man lernt eine Menge dazu, wie man Sachen optimieren kann. So, also Ziegel werden mehr hergestellt. Du bist eine MK1-Fabrik. Da brauche ich keine Produktivitätsmodule. Da könnte ich Speed-Module reinhauen. Weil Stein ist eine Ressource, die ich ewig herstellen kann. Das heißt, ich hätte... Was hätte ich jetzt gerne? Bessere Lasertürme. Shooting Speed oder Damage Damage. Du gibst mir bitte 25 von den schnellen. So, die haust du bitte da rein. 2 Stück. Jupp, 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 jupp. Her damit. Dann hätte ich gerne das alles dazu verarbeitet. Dann hätte ich gerne, was fehlt? Steinzahnräder. Oh. Ja, weil wir keinen Stein hatten, hatten wir auch keine Steinzahnräder. Das macht Sinn. Oh, und das ist noch eine uralte Fabrik. Komm hier, nimm. Und schneller und überhaupt. Mangelt es an irgendwas? Stein kommt nicht schnell genug rein. Okay, dann schnell genug rein, schnell genug raus. Ja, viel besser. Okay, du da unten machst nichts, weil da eh nichts ankommt. Okay, wir werden angegriffen. Wo? Bei unserem Außenposten, aber schön an der Front, wo die meisten Lasertürme stehen. Das ist gut. Es wird nur eine Mauer beschädigt, das ist auch gut. Also es war kein kluger, großer Beißer diesmal dabei, der außen rumläuft. Aber es ist nur eine Frage der Zeit. So, bau 10 Lasertürme. Bau 2 Mauern. Gib mir mehr Steine. Ja. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Die große Kiste. Da. Eine große Eisenkiste, bitte. Die Lasertürme doch kurz abbrechen. Die Lasertürme kurz wieder bauen. So, wo ist die große Kiste? Da, Large Iron Chest. Wow, ja, sehr schön. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Eisen. Ja, das ist die Eisenkiste. Okay, alles an Eisen da rein. Okay, wir wollten schnellere Furnaces haben. Die haben wir jetzt oben. Davon bräuchten wir eventuell noch 1, 2. Wir wollten rosa Module haben. Das sind aber alles MK1 Module. Ich brauche MK2 Module. Und davon sehr viele leider. Das heißt, die nehme ich noch mit. Wie schaut es hier mit dem Eisendurchlauf aus? Es kommt bis fast ganz unten an, das Eisen. Das ist gut. Wo wird es weggegriffen? Hier wahrscheinlich, ne? Ja, weil du erst wieder auf deine 200 kommen willst. Das kann ich nicht verhindern. Das ist sogar okay so. Hier kriegst du auch mal Effektivitätsdinger. Und ich glaube, dich mache ich sogar mal weg, komplett. Damit es nur noch hier rüber läuft und alles schön effektiv ist. Ja, okay. Kommen Eisenplatten unten bei den rosa Modulen an? Ich bezweifle es. Oh, doch, komm. Okay.